Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fast Break, dem Science City Basketball Magazin. Seit einer Weile schon verteidigen unsere Riesen ihren wichtigen dritten Tabellenplatz. In 15 von 23 Spielen gingen die Jungs als Gewinner vom Parkett. Nach den beiden Siegen innerhalb der zurückliegenden englischen Woche gegen Rostock und in Karlsruhe steht am Samstagabend nun das Ritterduell gegen die Kirchheim Knights auf dem Plan. Die Überraschungsmannschaft steht momentan mit 12 Siegen und 12 Niederlagen auf Platz 8 der Tabelle. Doch natürlich sind die Jena Favorit in der Begegnung. Der letzte Sieg in Karlsruhe sollte das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit weiter gestärkt haben. Es war das harte Rückspiel, mit dem man bereits gerechnet hatte. Schon im Hinspiel konnte Science City mit 76-74 in der Sparkassenarena nur knapp gegen die Karlsruhe Lions gewinnen. Am vergangenen Samstag erlebten die knapp 900 Zuschauer in der Europahalle eine ähnlich spannende Begegnung, die die Jena am Ende mit 89-82 für sich entscheiden konnten. Ja, wir sind sehr glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wir haben eigentlich eine solide erste Halbzeit hingelegt und haben zur Halbzeit mit 10 Punkten geführt und gezeigt, dass wir das Spiel auch gewinnen wollen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann gut losgelegt und eine 18-Punkte-Führung uns erkämpft, was die Karlsruher aber zurückgebracht haben. Sie haben sich selber ins Spiel zurückgebracht, haben sehr gut verteidigt und auch im Angriff sehr wirkungsvoll gespielt durch Penetration-Aktionen von Strowman. Und da sind sie bis auf 2 Punkte rangekommen und da haben wir Charakter gezeigt und haben richtig verteidigt und das Spiel wieder zurückgeholt und am Ende war der Sieg eigentlich klar, hätte vielleicht aus unserer Sicht ein bisschen höher ausfallen können, wenn wir ein bisschen besser verteidigt hätten im dritten Viertel. Am Samstagabend erwarten die Jena die VfL Kirchheim Knights an der Saale. Beim Hinspiel waren die Techstädter noch Tabellenschlusslicht. Nun stehen sie auf Rang 8. Kapitän Dennis Nawrocki wird nach wie vor nicht spielen können. Die Ausfälle von Mackeldanz und Lagerpusch als Backups für Herrera tun zudem weiterhin weh. Vor allem, weil sich dadurch das eigene Mannschaftsgefüge verschiebt und weil der Gegner mit Graf und McLeod zwei gefährliche Guards ins Spiel schicken wird. Kirchheim hat zwei sehr, sehr schnelle und sehr gute Guards, also Aufbauspieler, wo wir wissen, dass es darauf ankommen wird, den Wirkungskreis dieser Spieler einzuschränken. Und ansonsten, wir sind zu Hause in unserer Halle, da muss die Post abgehen, wir müssen verteidigen, wir müssen aggressiv spielen, wir müssen gleich vom Anfang an zeigen, dass wir das Spiel gewinnen wollen und die Kleinen bändigen und ich glaube, dann wird das auch so kommen. Natürlich will man sich bei Science City mit dem dritten Sieg in Folge in die Länderspielpause verabschieden. Die Zeit wird genutzt, um Regeneration und im Training Feintuning für die Endphase der Saison zu betreiben. Ferienzeit ist Basketballzeit. Beim Wintercamp von Science City lernen Kinder und Jugendliche, wo der Korb hängt und können sich den ein oder anderen Trick von den Profis abschauen. Nachwuchsarbeit wird bei Science City großgeschrieben. Auch dieses Jahr durften sich basketballbegeisterte Schüler im Wintercamp beweisen. Unter der Leitung erfahrener Trainer stand für die Kinder 4 Tage lang ein Mix aus Stationstraining, Teamspielen und Athletik auf dem Programm. Natürlich mit dem Schwerpunkt Basketball. Hier wurde vor allem auf das sportliche Miteinander Wert gelegt. Die Kinder sollten Spaß haben und die Techniken des Basketballs besser kennenlernen. Doch nicht nur die kleinen Sportler profitieren vom Wintercamp. Auch der Verein nutzt die Zeit, um potenziellen Nachwuchs zu sichten. Durch das Wintercamp kriegen wir relativ viele Leute in den Verein, weil sie in so einer gebündelten Art und Weise 4 Tage dann doch sehen, okay, Sport macht Spaß, Basketball macht Spaß. Also wir haben pro Camp mindestens 5 bis 10 Kinder, die danach in den Verein kommen. Als Highlight für die Kinder wurden die Stationen auch von Profispielern wie Erman Reis Napoles oder Julius Wolf geleitet. Ich hatte heute ein paar Gruppen gehabt, in denen ich ein paar Elemente von der Verteidigung auch zeigen durfte. Die haben das mit Begeisterung angenommen und hatten auch Spaß dabei gehabt, haben interessiert zugehört. Neben Abwehrübungen konnten sich die Kinder aber auch gemeinsam mit den Profis an besonderen Wurftechniken versuchen. Als kleines Extra durften die Nachwuchssportler noch all ihre Fragen loswerden, die sie einem Profi schon immer einmal stellen wollten. 2 Siege und 1 Niederlage, das war die Bilanz abseits der Pro A. Unsere Jungs aus der JBBL haben mit den Rockets aus Gotha einen Gegner gefunden, der sie in die Knie zwingen konnte. Nach der 47-67 Niederlage müssen sich die Jungs nun am Sonntag wieder aufraffen, um gegen die Niners Chemnitz Academy zu bestehen.
Tip-off ist um 15 Uhr auf dem Parkett des Jenaer Sportgymnasiums. Die Jungs aus der NBBL konnten hingegen in Leverkusen einen überaus bleibenden Eindruck hinterlassen. Nach einem souveränen 96-75-Sieg bei den Nachwuchsriesen vom Rhein entscheidet sich die weitere Saison für das U19-Team von Science City in den kommenden drei Begegnungen. Eine große Rolle dürfte dabei der Ausgang des Heimspiels am 23. Februar spielen, wenn die Jungs von Coach Fasin Hamzai die Junioren der Rostock Seawolves empfangen. Tip-off ist um 14 Uhr ebenfalls im Sportgymnasium Jena. Einen souveränen Heimsieg feierte Culture City Weimar gegen die Hellenen aus München. Das Team von Interimstrainer Thorsten Rothemel bezwang die Isarstädter am Ende verdient mit 80-60. Im nächsten Duell geht es für das Perspektivteam der Goethestädter am Samstag nach Rosenheim. Tip-off bei den Oberbayern ist um 19 Uhr. So ihr Lieben, ich mach's kurz, hier kommt die Werbung. Hey, ich habe gehört, du arbeitest an der Börse. Ja, an der Börse. So, hast du vielleicht einen Tipp für mich? Sowas von, logisch, 100%, absolut. Sprechen Sie nicht mit den Falschen über Geld. Sprechen Sie mit uns. Meine Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss steht für Lebensqualität. Meine Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss steht für Freude. Meine Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss steht für Spaß. Willkommen zurück bei Fast Break. Jetzt heißt es, gut aufpassen, denn bei richtiger Antwort und mit etwas Glück gibt es für euch etwas zu gewinnen. Zuvor sagen wir aber herzlichen Glückwunsch an Steffen Sauer, denn er hat die letzte Frage richtig beantwortet. 4 Siege hat Science City aus den letzten 10 Spielen mitnehmen können. Für alle, die nicht gewonnen haben, kommt nun die nächste Chance. Welche zwei Science City Basketballer spielten vor ihrem Wechsel nach Jena beim derzeitigen Tabellenführer Niners Chemnitz? Schreibt uns die richtige Antwort und euren vollständigen Namen an aktion@jenatv.de. Zu gewinnen gibt es dieses Mal wieder den heiß begehrten vom Team signierten Kalender. Einsendeschluss ist Montag, der 24. Februar. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Ein weiterer Sieg für unsere Jungs, bevor es nach der Länderspielpause am 1. März mit dem Heimspiel gegen Trier weitergeht. Dagegen hätten sicher nur die Gäste aus Kirchheim etwas einzuwenden. Um diese jedoch besiegen zu können, sollte man ihre Stärken und Schwächen kennen. Auf wen die Jenaer am Samstag besonders Acht geben müssen, seht ihr jetzt in der Gegnervorstellung. VfL Kirchheim Knights. Sein erstes offizielles Basketballspiel absolvierte der Verein 1957 gegen amerikanische Soldaten.
In der Saison 2004-05 nannten sich die Ritter dann erstmals Kirchheim Knights. Sein bestes Saisonergebnis erzielte der VfL 2012 als Vizemeister der Pro A. Auf eine turbulente Saison folgte dann der sportliche Abstieg. Da allerdings aus Lizenzgründen kein Team aus der Pro B aufsteigen wollte, verblieben die Knights in der Pro A. Die vergangene Saison beendeten die Ritter aus Kirchheim auf Tabellenrang 12. In der aktuellen Spielzeit stehen sie mit 12 Siegen und ebenso vielen Niederlagen auf Platz 8. Nach bislang 19 Aufeinandertreffen spricht die Bilanz klar für Science City. Ganze 12 Siege stehen auf der Seite unserer Jungs. Das letzte Heimspiel gewannen unsere Basketball-Riesen souverän mit 83-67. Erst seit dem 23. Dezember 2019 werden die Kirchheim Knights von David Rösch trainiert. Der 31-Jährige war vor seinem Wechsel für die Tigers Tübingen tätig. Etwa 6 Jahre betreute er die Jugendabteilung. Zuletzt kam er als Co-Trainer der Tübinger Herrenmannschaft zum Einsatz. Topscorer der Ritter ist Jalen McLeod. Der 24-jährige Point Guard erzielte im Spiel gegen Science City in der aktuellen Saison eine persönliche Bestleistung mit 6 Rebounds. Im Schnitt erzielt er davon 3 pro Spiel, aber sorgt mit durchschnittlich 15,9 Punkten für die meisten Treffer. Juan Grave ist Kirchheims Schlüsselspieler, was den Spielaufbau betrifft. Der 27-jährige Point Guard legt pro Partie ganze 5,1 Mal vor und ist auch mit im Schnitt 11,6 Punkten gefährlich. Bester Rebounder ist der 29-jährige Power-Forward Keith Randleman. Der gebürtige Engländer gehört seit 2015 zum Team und erzielt im Schnitt 6,3 Rebounds. Ihr Lieben, natürlich möchten sich unsere Jena mit dem 3. Sieg in Folge in die bevorstehende Pause verabschieden und damit ihren 3. Tabellenplatz in der Pro A verteidigen. Holt also noch einmal alles raus und beweist den Rittern aus Kirchheim, dass die Trauben für Gegner an der Saale ziemlich hoch hängen. Tip-off ist am Samstagabend um 19 Uhr. Wir sehen uns in der Arena. Bis dahin, Ahoi und Jena Never Stops.